Hallo und willkommen wieder bei unserer Hearts of Iron 4 Runde mit dem werten Heiko aus der Let's Play WG. Ja, hallo Leute. Und meiner Wenigkeit dem Naschlapp. Und wir hatten in der letzten Folge noch zu Ende eine kleine Diskussions- oder eine kleine Erklärungsproblematik. Ja, das ist mal ein bisschen schwer, das zu erklären, aber wir waren in der letzten Folge auch ein wenig erfolgreich, denn Deutschland ist erstmal nicht mehr existent. Es ist jetzt ein aufgeteiltes Land buchstäblich, wie man es eigentlich fast kennt. Ost- und Westdeutschland sowie Süddeutschland sind jetzt unter Kontrolle von unterschiedlichen Siegermächten. Italien ist noch existent und da ist irgendwie so eine Art Frontlinie, oder wo nichts passiert, bei Neapel. Die Franzosen warten einfach. Die wollen wahrscheinlich noch nicht den letzten Schuss setzen. Die Türkei ist jetzt russisches Gebiet mit ein bisschen Australien. Ich glaube, die wollten sich noch mal ein bisschen rächen. Ne? Für, was war das da? Die Schlacht bei... Da gab es doch hier diese eine große Schlacht, die... Wo die Türken noch so gewonnen hatten. Wie hießen die? Ist jetzt eh irrelevant. Die haben jetzt auch den Löffel abgegeben. Ja, unterdessen hält sie noch Spanien vehement und kräftig gegen die Franzosen, aber ihr Widerstand bricht langsam auch, also da ist nicht mehr wirklich viel drin. Und die letzte Fraktion, die natürlich noch die Achsenmächte ein wenig unterstützen, ist Japan, aber von dieser Fraktion ist auch nicht mehr allzu viel übrig. Das heißt, ich kann bald mit meinen Aktionen gegen Peru starten und Venezuela. Das wird natürlich eine relativ breite Front. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt mittlerweile auch meine motorisierten Streitkräfte soweit komplett aufgefüllt, welche sich jetzt eben von Brasilien nach eher nach Afrika absetzen werden, sodass wir dort eben dann den ersten Fuß in Afrika haben. Das wird interessant und spannend, deswegen gucke ich da ein bisschen doch gespannt drauf. Unterdessen hat jetzt der Amazonas mittlerweile auch relativ gute Infrastruktureinrichtungen bekommen und ist damit jetzt auch in einem Bereich des Guten, würde ich mal so freilich sagen. Ja, das ist angenehm, würde ich meinen. So, ja, Peru, dort bilden wir schon mal die Verteidigungsfrontlinie. Die werden uns dann in der Zukunft auch ein wenig dann bedrohen. Ja, wir müssen natürlich auch die eigentlichen, die immer für die Verteidigung hier für unseren Küsten zuständig waren, die müssen wir jetzt auch mal quasi abkommandieren. Die müssen nämlich dann die Front gegen Venezuela halten. Venezuela ist definitiv nicht zu unterschätzen, deswegen dort ein paar Truppen hin. Unterdessen rekrutiere ich jetzt auch schon wieder eine gute neue Stange an Infanterieeinheiten, die sich dann hier darum kümmern sollen. Und auch jetzt weitere Gebirgsjäger, die sich dann gerade um Peru kümmern sollen. Allgemein Gebirgsjäger, eine sehr, sehr schöne Infanterieeinheit in meinen Augen. Teilen, ich dachte, Teilen existiert gar nicht mehr. So. Geht's eigentlich Frankreich? Frankreich, denen geht's ziemlich gut. Oh ja, die machen gerade die Spanier platt. Ja. Das ist schlecht, oder? Ja. Gut ist das nicht. Also ich hoffe immer noch auf einen Krieg zwischen Frankreich und Russland. Uns mal auch die ganzen Inseln hier. Haiti, Dominikanische Republik. Die hassen mich eh schon. Kennst ja nicht anders, ne? Ja, eben nicht erfüllte Importanfrage. Türkei, ja, okay. Macht Sinn. Ja, meine Infrastruktur läuft. Die Abonnenten meinen auch, die Situation ist komisch. Typisch für Hearts of Iron jedoch, also viel. Ja, genau. Wäre noch lustig, wenn wir jetzt Schweiz in Achsenmächten beitreten würde oder sowas. Das wäre nochmal richtig lustig.
Doch, ich glaube, ich gebe dafür mal meine Puppe, also meine Dingspunkte aus, dafür sind sie ja da. Ich glaube, ich betreibe jetzt mal nochmal so ein bisschen Meinungsmache, bringe ein paar Faschisten auf die Welt. Ne, kann man ja machen. Ja, ich habe zu wenig Punkte dafür, weil hab nicht so viel, hab Gebiete besetzt und so weiter. Meine Kriegsbeteiligung liegt bei 50,1%. Ja, okay, auf unserer Seite sind auch. Warum sind die Philippinen auf unserer Seite? Weil seine Vasallen sind. Die lettische SSR wurde zu einem Marionettenstaat. Was ist die lettische SSR? Ach, das ist quasi Sowjetunion ein wenig. Guck dir mal die Flagge an, das ist aber quasi mit so einer Welle. Ja. Keiner kreativ. Was wäre so schön. Frankreich und Großbritannien sich klatschen und Russland noch irgendwie als dritte Partei dazu. Okay, sowjetische Expansion in Europa. Das politische Klima in lettische SSR bewegt sich schon seit einiger Zeit in Richtung Kommunismus. Der Machtaufstieg der Kommunistisch stellt den Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Seitdem sind es... Warte, Bulgarien ist unwichtig. Seitdem sind es die Mitglieder der neu gebildeten Regierung nicht müde geworden, für engere Beziehungen zur Sowjetunion zu lobbyieren. Vor wenigen Tagen hat Bonis Apsenikis den Sowjets offiziell die Kontrolle über das Land in die Hände gegeben. Eine Reihe europäischer Nationen hat bereits gegen die kürzliche Eingliederung von lettisch SSR in die Sowjetunion protestiert, die sie einer aggressiven Außenpolitik zur Erweiterung ihrer Grenzen beschuldigen. Sowjetische Offizielle weigern sich, die kürzlich erfolgte Assimilierung von lettischer SSR als aggressiv anzuerkennen. Sie behaupten vielmehr, dass der Gebietstransfer wäre ohne jeglichen sowjetischen Druck entstanden. Leider schon wieder da was drunter gewesen. Ja, die Sowjetunion expandiert, die wächst auch immer weiter, ungebremst. Wie viele Fabriken haben sie schon? Ah, das wird auf jeden Fall ein harter Gegner für uns zu. Die Russen. Ja. Die Russen sind immer ein harter Gegner, oder? Geht so weit. Also du... Sagen wir mal so, ab einem gewissen Punkt haben die so eine weiche Menge und dann kannst du sie brechen. So, mal sehen, wie weit ich in Frankreich, also wie weit ich in Afrika rankomme. Wenn ich da schon einen Großteil der Länder dann unter meine Kontrolle habe, ist das auch schon eine Menge wert. Haben die hier irgendwie viele Ressourcen oder so? Ich brauche ewig, bis ich in Kuba landen kann. Ja, wir haben ja eigentlich gar nicht so viele geile Ressourcen. Nur in Nordfrankreich gibt es ein bisschen Eisen. Na gut. Tatsächlich immer noch freie Militärfabriken. Was wird bei mir noch gebraucht? Sicher noch mehr Shermans. So, ich bin in, so wie es aussieht, in Afrika erfolgreich gelandet, ohne große Probleme. Das heißt, kann bald dann meine wunderbar, die nächste Invasions oder nächste Truppenwelle ist auch schon fertig. Dominikanische Republik hat auch den Löffel abgegeben. Gut, das ist auch die Dominikanische Republik. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ach ja. Und jetzt muss ich auch in Afrika dafür sorgen, im Senegal, dass die Dings sitzt hier, die Infrastruktur, weil das wird ja mein Hauptnachschubspunkt sein. Das heißt, der Hafen muss komplett ausgebaut sein und eben die Infrastruktur. Machen die Philippinen da? Nur versuchen, irgendwie zu helfen oder so. Ah, okay.
Weiß noch nicht, wer war es, aber. Ah, Manifest Destiny, genau so hieß es, da haben wir nochmal neulich drüber diskutiert. Das kann ich jetzt eh nicht machen, weil ich nicht demokratisch bin. Okay, schade, ja. Nachschub wird überbewertet. Wie kommst du denn darauf? Was habe ich gemacht mit Nachschub? Wo ist mein... Stirbt irgendwas von mir? Hä, was? Wo ist mein Nachschub? Mein Nachschub läuft doch noch, oder? Weiß ich nicht. Ach nee, der Nachschub läuft nicht. Also läuft schon, aber nur sehr beschränkt. Also ich habe noch keine Totenköpfe oder so, aber... Warte, ich guck mal kurz nach. Der Chat hat's geschrieben, jetzt bin ich verunsichert. Nö, du hast keine Nachschubprobleme, nicht, dass ich es hier sehe. Ja, eben. Du knabberst dir bei dem einen ein bisschen an der Grenze, aber das ist nicht schlimm. Da ist er noch nicht drüber. Solange es nicht drüber ist, ist alles in Ordnung. So. Ohne französische Panzerdivision. Hier ist eigentlich schnell einzukesseln. Weil gegen Panzer habe ich jetzt hier natürlich mit den Jungs momentan gar nicht wirklich viel. Das ist auch eine Sache, die ich bald produzieren müsste, also den Pax. Wie viele LKWs habe ich jetzt schon auf Reserve? 2000 Autos. Das ist schon mal gut. Ich habe keine Militärpolizei erforscht. Hä? Nein. Moment. Doch, Militärpolizei 1. Hast du schon? Aber ich kann sie irgendwie, wie kann man die auswählen? Ja, das ist so eine Einheit, die packst du... Ah, das ist so eine Unterstützungseinheit, okay, hat sich erledigt. Genau, genau. Aber ich erforsche erstmal die zweiten, bevor ich sie irgendwo reinpacke, weil... Warum nicht? Ah, es dauert noch 13 Tage, bis ich in Havanna landen kann. Ich meine, ich hätte schon längsten... Plan machen können, wie ich. Ja, gut. So, erstmal schon mal einen französischen Panzer in Afrika eingekesselt. Das ist schon mal Genuss. Sehr großer Genuss. Die sind erstmal weg. Sehr schön. Damit der Franzose schon mal einen richtig starken Schlag ins Gesicht verpasst. Sie haben sich mit den falschen Brasilianern angelegt. Freut mich sehr gemacht. Na gut, im Spieler wäre auch so ein dummer Vorfall nicht passiert. Ja, oder auch schon, wenn der andere Spieler es nicht 10 Jahre vorher so ankündigt, von wegen, oh, ich kessel jetzt deine Einheiten ein. Ja, fragt du so, oh, welche Einheiten? Ja, guck mal nach Afrika. Oh, scheiße, danke, dass du es mir offensichtlich gesagt hast. So nach dem Motto. Ja, gut. So, unterdessen, ja, im Amazonas sind jetzt Straßen. Also... quasi gesamt Amazonas gerodet, um den jetzt hier frei zu machen für eine anständige Infrastruktur. Ach. So was, genau, Division zuweisen. Ah. Franzosen sind mal wieder auf dem Rückzug. Echt, wie sieht's denn aus? Na gut, so weit sind sie noch nicht gekommen in Spanien. Naja, sie haben schon die Anden über... Nee, oder sind das die Anden? Nee, das sind die... Doch, nee, oder? Sind das die Pyrenäen?
bin mir echt nicht sicher. Also ich verwechsel das immer die ganze Zeit, welches Gebirge das so zwischen Spanien und Frankreich ist. Pyrenäen, oder? Die Anden sind in bei uns hier. Genau, ja. Dann sind es Pyrenäen. So, ja, auf jeden Fall haben die Franzosen schon die Pyrenäen überwunden, was eigentlich für den Spanier ein halbes GG ist. GG. Krieg verloren, GG. Ja. Also motorisierten Verbände sind echt ein Segen. So. Werden irgendwelche Buchstaben- und Zahlenkombinationen in den Chat geschrieben? Ja, E50, E75 und E100, das sind deutsche Prototypenpanzer. Ah. Die sollten sowas dann wie die Maus und sollten dann sowas wie den Königstiger und so weiter alles ersetzen. So wieder eines dieser wunderbaren fiktionalen Superfahrzeuge, weißt? Ja. So, meine See-Landedivisionsding, der Plan ist durch. Ich habe auch schon auf das Häkchen zum Aktivieren geklickt. Jetzt musst du nur nach Kuba den Krieg erklären. Hab ich noch nicht? Nein. Hey, was? Ups. Ich dachte, das ist schon längst gemacht. Nein. Gut, das ist jetzt peinlich. Das ist sehr peinlich. Also ich würde mich schämen an deiner Stelle, aber... Ja. Ich sehe zwar 23 Uhr im Ding, aber wie lange zockt ihr noch? Wir zocken noch länger. Ich traue mich jetzt nur nicht, das zu ändern. Also es hieß noch 2-3 Parts. Ja, wir können auch ein bisschen länger machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Ja. Passt eigentlich alles. Ah, warte mal. Jetzt habe ich schon wieder hier diese kleine Division ausgewählt. Also ich habe jetzt so ein Seelandeding gemacht hier. Dann habe ich noch eine extra Angriffslinie gezogen. Muss ich bloß noch die Division zuteilen. Vergessen wir einfach nochmal alles. Also. Seelande. Ah ja, genau hier. So, erneut wieder ein paar schöne Franzosen eingekesselt. Hurra. Also Leute, ihr könnt mir im Chat ruhig helfen, wenn ihr wisst, wie ich das hier hinbekomme. Ihr seht ja, was ich mache. Müsste die Vision. Danke. Ich muss mit der Angriffslinie verbinden, nicht mit der Seelandelinie. Ja, gut. Ach so. Ich krieg mit der Atomforschung, außer dass ich es jetzt habe. Du kriegst noch 3% mehr Forschung. Ah,
Schön. So. Was machst du eigentlich gerade so? Ich kümmere mich gerade um Afrika. Ah, Afrika. Ach, Afrika, sagt das doch. Habe ich die ganze Zeit schon erwähnt. Also okay. Habe ich gerade schon wieder eine französische Panzerdivision eingekesselt. Ah, stimmt, da war ja was. Ich baue doch schon Jagdflieger. Ah, bessere Flak hätte ich hier. Endlich kann ich euch den Krieg erklären, so. Na, bei mir leckt es gerade. Ah, okay, jetzt geht's. Wahrscheinlich, weil er den Krieg wieder zusammenrechnen musste. So, jetzt auf jeden Fall... Oh Mann, da ist Atombomben, aber du benutzt doch Doppeldecker. Ja. Ja, warum gut. Nicht, Mann? Doppeldecker for the win. Ne, was war das hier mit den britischen Swordfish bei... Ne? Hier, bei Bismarck? Waren auch Doppeldecker. Stimmt. Also unterschätzt den mal nicht. Die Jungs haben noch was auf dem Kasten. Haben zwar vielleicht ein bisschen auf Tacho, aber das passt schon. So, jetzt wird gleich nochmal die nächste französische Infanteriedivision eingesperrt und umgebracht. Sind wir mit Dänemark im Krieg? Nein. Sind da dänische Schiffe bei mir im Hafen? Dänische Schiffe bei dir im Hafen? Nicht im Hafen, aber halt in meinem Gewässer. Kann gut sein, die können ja ruhig rumschippern. Okay. Du hast das mit der Schweinebuch ein bisschen sehr ernst genommen, ne? 22 Divisionen. Ich meine, ich hätte für Kuba nicht ansatzweise so viel gebraucht, oder? Nein. Nicht mal wirklich. Kümmert sich mittlerweile irgendwer schon mal um Japan? Nö, die gammeln jetzt vor sich hin. Alles klar. Du hast immer noch eine Flotte in den oder bei den Philippinen, die kannst du gerne abholen und in deine sicheren Gewässer bringen. Weil wenn wir dann irgendwann doch mal mit den Achsen Krieg führen, wäre das ziemlich missgünstig, wenn du dann, wenn die Japaner da alles mit seinen Marinebombern kaputt schießt. Ja, warte. Wissenslücke, Philippinen. Ah, Philippinen, klar, hier. Wieso habe ich bin für eine Philippinen? Weil die Philippinen deine Marionette sind und du deswegen da ein Patron hast. Ich habe eine Division und... Und eine relativ große Flotte. Echt? Liberia ist den Alliierten beigetreten. Na gut, das ist nicht so schlimm. Ach, tatsächlich. Philippinen, da geht's. Ja. In Philippinen geht's ja gerade auch ziemlich gut aus. Ja, politisch. Also überhaupt nicht. Da ist so ein Typ, der räumt auf und der räumt ziemlich auf. Achso, meinst du jetzt im echten Leben? Ja, ja. Ich war jetzt gerade im Spiel fixiert. Ja, der ist so ein bisschen auf... Der hat so ein bisschen Bock auf Prügeln. So, ich habe jetzt das Problem, dass ich 21 Divisionen habe und die werden nicht mit Nachschub versorgt auf Kuba. Ja. Warum nicht? Weil Kuba an sich einen relativ schwachen Hafen hat. Der Hafen kann maximal 22 Divisionen unterhalten. Jetzt musst du natürlich 4 Divisionen abziehen. Allgemein reichen allerdings, dass du nur da wie 3 oder 4 Divisionen auf dem Dix hast und dann ist das schon in Ordnung. Okay, so erstmal. Uff, das war die nicht. Ach. Ach so, zack. So. Beziehungsweise. Polizisten. Schon die weiteren Divisionen. Die Motorisierten sind auch noch gerade in der Produktion. Wie viele LKWs habe ich denn? 4000. Wie kriege ich von eigenen Inseln quasi meine Truppen weg? Weil ich glaube kaum, dass ich da so einen Landeplan brauche, oder? Nee, du klickst die Einheiten, dann drückst du auf den Hafen und dann drückst du auf den anderen Hafen, da wo sie hin sollen. Okay.
So. Brasilianer werden dafür bekannt sein, in der Wüste Straßen und Infrastruktur errichtet zu haben. So. Reizwiefabriken ernsthaft immer noch? Ja, was? Die Alliierten landen gerade nirgends. Also ich meine, die Alliierten waren schon immer hier. Warte, bin ich mit denen eigentlich im Krieg? Nee, oder? Nee, du bist nicht mit den Alliierten im Krieg, das bist du nicht. Ja, eben. Na, das dauert ja auch noch ewig. Dauern diese Landedinger immer so lang? Diese Invasionen. Ja, das dauert immer länger. Das kannst du nur durch Technologie ein bisschen runterstufen. Okay, welche Technologie kann man da forschen? Du gehst auf Marine. Ja. Oh. Marine-Doktrin, oder? Nee, nicht auf Marine-Doktrin. Zeige jetzt eine Marine und dann ganz unten ist dann Transportschiffe. Und der Tech ist das Landungsfahrzeug und dann... Ja. 41 Tage, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Freie Zivilfabriken. Du hast freie Zivilfabriken und stöhnst auf, ja? Ja, das bedeutet, ich muss was damit tun. Weil meine Militärdinger laufen eh schon auf Hochtouren. Also ich habe jetzt das heißt, schon... du baust noch mehr Militärfabriken, ich immer mehr. Schon zweimal Infanterieausrüstung komplett voll. Ja, dann baust du Panzer. Habe ich auch schon komplett voll. Ich habe alles komplett ja, voll. Ja, dann mehr. Du bist Amerikamann. Du musst, ja. Du musst mich am Ende noch mit Panzern versorgen. Okay. Kannst du außerdem machen, was ziemlich geil ist. Ich deine Panzer. Kann die Panzerdivision ausbilden. Also wenn es dir zu viel wird, gibst du einfach einen Landlease-Auftrag an mich und ich krieg deine Panzer. Nice. Oh, jetzt hatten die Franzosen endlich mal auch um Nepal gekümmert. Neapel gekümmert. Und haben sich das, oder dem auch mal endlich angenommen. Das ist natürlich lustig, wenn die Russen noch wirklich das mit Iran machen, weil das wäre dann gegen die Alliierten. Das wäre echt geil. Dann würde Sowjetunion gegen England kämpfen. Und wahrscheinlich dann auch gegen Frankreich. Wie sieht's mit meinen kleinen Faschistensklaven aus? Die sind noch alle am aufblühen. Mit wem habe ich denn alles? Arabien. Arabien, Portugal, Irak und Schweiz. Na, Schweiz braucht auch noch ein bisschen. Ich habe eine Niederlage, tatsächlich. Die Schlacht im philippinischen Meer. Hast du deine Flotte da verloren oder was? Weiß nicht, ob ich die ganze Flotte verloren habe. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was verloren. Die Japaner aber auch. Die Japaner, mit denen sind wir gar nicht im Krieg. Ach, doch, oder? Nein. Wir sind mit keinen Achsmächten im Krieg. Die sind bei mir aber rot. Finden sich im Krieg mit uns. Du bist mit Japan im Krieg? Anscheinend. Warte mal. Ja, doch, du bist mit Japan im Krieg. Stimmt, sehe ich gerade. Ja, okay. Das heißt, ach, wir sind, okay, amerikanisch-dominikanischer Krieg, wir sind auch schon mit dem Achsmächten im Krieg, ach so, und ich krieg davon nichts mit, ist da Peru oder so ähnlich? Ja. Ist das denen irgendwie egal? Soll ich dich rufen, oder?
Warte noch kurz. Ich muss noch meine Grenzen gegenüber den anderen da verstärken, aber dann können wir. Jetzt ist mal. Wusste ich gar nicht, der erklärte einfach. Was aber mit den Ochsenmächten im Krieg einfach so macht. Mit einem Schnipser macht das einfach. Ja. Das ist der Heiko. Ja, gut, ich hab. Was? Dominikanische Republik, weil soll ich auch wissen, dass die bei den Achsen ist? Ich hab. Die letzten Kriegserklärungen waren einfach nur Krieg, 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 Krieg. Da gucke ich doch nicht, ob die Verbündete haben. Unglaublich, ey. Einfach mal sowas. Heiko sollte sich auf einen Seekrieg mit dem Rest vorbereiten. Ja, also das mit Flotte habe ich halt noch gar nicht drauf. Das ist ganz schlimm. Ja, das werden wir auch erst relativ spät lernen. So, aber das war's dann auch soweit für heute. Die 30 Minuten ach, sind rum. Schon vorbei. Ich bedanke mich. Ja, es geht schneller, als es einem lieb ist. Ne? Aber die afrikanische Expansion sieht zum Beispiel ganz gut aus. Kannst du mal kurz einen kleinen Blick noch drauf werfen? Jo. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Auf die Nummer, bald sind ja die nächsten motorisierten Verbände fertig. Jawohl. Drück mal auf Pause, damit ich mir abspeichern kann, in welchem Datum wir waren. Genau. So, 42, okay. Und dann geht's nächste Folge gegen Venezuela, Peru. Ja, das heißt, wir haben in Frankreich, also in Afrika, mit den Franzosen und Jugoslawen gegen uns und dann in unseren Heimatgebieten dann noch den Peru und den Venezuela, was ziemlich missgünstig werden könnte. Aber wir haben den Amazonas ausgebaut, der ist jetzt hier für unsere Armee wunderbar geschaffen. Wir können unsere Einheiten wunderbar bewegen. Also dort haben wir schon alle Kriegsvorbereitungen meines Erachtens nach sehr gut geschlossen, sodass wir uns dann auch auf so einen Krieg gegen diese Parteien einlassen können. Also wenn ich Venezuela landen soll, sag's mir bloß. Ich werde es dann rechtzeitig schon Bescheid sagen, ja. Alles klar, okay. Soweit, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.